Seit ich von dieser Spinne gebissen wurde, hatte ich nur eine Woche, in der sich mein Leben normal angefühlt hat. Das war, als du es rausgefunden hast. Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist, bekamen wir ein paar Besucher. Aus jedem Universum. Hallo, Peter. Du bist nicht Peter Parker. Entschuldigung, wie war nochmal Ihr Name? Dr. Otto Octavius. Warten Sie, nein, ohne Witz, wie heißen Sie wirklich? Da draußen sind noch andere. Wir müssen sie zurückschicken. Also, Scooby-Doo, zieh zurück! Wissen Sie, das ist eigentlich alles Ihr Chaos. Ich kenne selbst ein paar Zauberworte, angefangen mit dem Wort bitte. Bitte, Scooby-Doo, zieh zurück. Du fliegst hinaus in die Dunkelheit, um Geister zu bekämpfen. Was meinen Sie? Sie sterben alle im Kampf gegen Spider-Man. Das ist Ihr Schicksal. Es tut mir leid, Kleiner. Ja, mir auch. Nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es nicht. Sie sind eine Gefahr für unser Universum. Ihr werdet mir das nicht nehmen. Peter, du kämpfst mit dir. Du hast alles, was du willst, während die Welt dich zu einer Entscheidung zwingen will. Das ist alles meine Schuld. Ich kann sie nicht alle retten. Sie fangen an durchzukommen und ich kann sie nicht aufhalten. Was immer ihr an Gerüchten über den Berg gehört haben mögt, auf dem Monte Verità spürte ich eine Neugierde, aber auch eine Unruhe in mir aufkeimen. Etwas hielt mich hier fest, als ob es das Schicksal so wollte. Seit wann haben Sie diese asthmatischen Anfälle, Frau Leitner? Meine Reise führt mich nach Ascona ins Sanatorium Monte Verità. Der fortschrittlichste Flecken auf Erden. Dort ist die Freiheit keine Utopie. Sie ist real. Weiß er, dass Sie hier sind? Nein. Die Mädchen? Wo finden die Therapien statt? Überall. Auch dort, wo die Unbekleideten liegen? Die meisten von Ihnen würden sich nicht einmal als Patienten bezeichnen. Ja, wir sind eher Sinnsuchende. Wir möchten eine neue Gesellschaftsform einführen. Dich ernenne ich nun zu unserer Hausfotografin. Meine Damen und Herren, Hermann Hesse. Deine Ambitionen sind lächerlich. Andere Frauen wären froh, so leben zu dürfen und nur deine Pflichten zu haben. Ich habe einen Fehler gemacht. Gib dem Berg ein bisschen Zeit. Lass ihn auf dich wirken. Du kommst zurück oder soll ich dich ins Irrenhaus bringen? Ihr entscheidet einfach so über mein Leben? Ich freue mich zu sehr. Wie die Natur uns bewegt, wie sie uns heilt. Jeder hier leistet seinen Beitrag für die Gemeinschaft. Gibst damit deiner eigenen Leistung einen Wert. Unser gemeinsames Glück ist in diesen Fotografien. Sie sind all das, was der Berg uns bedeutet. Kraft, Liebe und Freiheit. Na, wir können doch nicht einfach alles zurücklassen, sagt wer. Ich fass es nicht. Du bist ein Zauberer. Dein Papa ist zu gut für diese Welt. Was
zum Teufel ist das da auf deinem Kopf? Es ist einfach so gekommen. Das habe ich schon mal im Comic gesehen. Hör auf damit. Was sollen die Leute sagen? Was wollt ihr? Los, haut ab! Was bist du? Bist du ein Heiliger? Runter mit dir. Du verbrühst mich doch! Was meinst du, ist die Scheiße ein bisschen blasser geworden? Es leuchtet wie Las Vegas. Sünde. Wie bitte? Ihr solltet ihn dazu bringen, zu sündigen. Völlerei zum Beispiel. Eine gute, solide Sünde. So ist es gut. Trink schon. Sehr gut. Das Drecksding hat geflackert, als wenn ihm das nicht gefallen würde. Ich will es dir zurückgeben. Ein Heiliger! Sie müssen mich verwechseln, gnädige Frau. Heiliger Johannes! Könnte es vielleicht sein, dass es eine Gabe ist? Und wohin hat uns seine Güter gebracht? Das ist nicht mein Vater. Verschwinde! Was soll das denn sein? Lightshow, aber auch Bella. Danke, Kollege. Du hättest keinen besseren finden können. Dann setz doch deine Kappe auf, ich kann sonst wirklich nicht schlafen. One, two, three, four. Ich habe gerade jemanden kennengelernt. Sie sah mich an und lächelte. Was ich in ihr sehe, ist offensichtlich. Was sie in mir sieht, das wirft ein paar Fragen auf. Wie war die Show? Ich habe sie fertig gemacht. Und wie lief's bei dir? Ich habe sie gerettet. Wir bitten Sie, sich ruhig zu verhalten. Nehmen Sie einen letzten tiefen Atemzug. Die Wahrheit lautet, ich bin krank. Verliebt zu sein macht mich krank. Ready? May we start? May we start? Also, fangen wir an. It's time to start, baby, start, baby, baby, let's start.